und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Was ist das für ein Apparat? Heute sind wir mit Gimbal unterwegs, das sehen wir ja gar nicht. Heute ist alles eh stabilisiert. E-Bike, ja, wieder das Bild, E-Gimbal. Heute haben wir eine elektronische Kamera, Digitalkamera einmal, im Analog. Was haben wir noch mit E? Blinkt überhaupt hin? E-Zigaretten. Naja. Bei uns geht's eine kleine Runde im Inntal auf die Mösleralm, auf dem Mösleralm Kogel. Ihr seht jetzt mega schneefrei schon. Und das am, was ist heute? 22. Irgendwo Freitagnachmittag. Und dann geht es von uns noch auf den Eisstein. Und jetzt sind wir jetzt 1200 Tiefenmeter. Und das macht schon wieder Lust auf mehr. Also bleibst dabei und lass uns kochen. Ich darf nicht Boost fahren. Wo soll das Lust auf mehr machen? Ja. Für mich gibt es beim E-Bike nur eine Stufe. Und sonst will ich selber treten. Ah, hilft ja alles nichts. Bis später. So, meins piept leider nur noch. Ich habe einen internen Softwarefehler. Und zwar AW011. Aber zum Glück habe ich den Mechaniker diesmal ja live mit dabei. AW011 heißt bei Shimano, dass zwischen Sensor und Motor eine Differenz war. Das kann dir passieren, wenn es einen Schlag kriegt oder wo drüber fährt, kannst du mit drüber hupfen. Mein Tipp, schalte es dann einmal ab und wieder ein. Dann lädt er neu auf. Und dann eigentlich auf Eckkammer geben stand. Und läuft schon wieder. Ah, sollte das wieder sein, einfach einmal einen Sensor hinten, also dieses Metallteil, checken wir den Abstand. Genau, das ist der 11er. Wenn es der 13er ist, wenn da 13 steht, 013, dann ist es, wenn es beim Start auf dem Motor draufsteigt. Das darf es nicht dann bei Shimano, die haben einen Sensor, dass man am Start schon ist, also bevor dass man das System aufgefährt, dann schreit er. Und was ich aber auch schon gehabt habe, kann natürlich immer passieren, da ist Elektronik dahinter. Der 011er Fehler kann auch sein, dass intern der Motor was hat, aber dann nutzt nichts mehr ab zum Händler oder zum Hersteller. Genau. Aber diesmal zum Glück nur ein kleines kurzes Problem, genau. Mit einmal an- und ausschalten getan. Genau. Zum ganzen Bike selber, wir haben ja letztes Jahr das schon gehabt, also das gleiche Modell, natürlich mit einer anderen Ausstattung, aber im Prinzip der gleiche Motor und super zufrieden gewesen. Wir haben es echt, also ich bin über 4000 Kilometer gefahren, das Rallye hätte ich nie gemeint. Super Ausgang, alles auch für die Komponenten und von den Fehlermeldungen her ist total selten gewesen, also ich habe echt Glück gehabt und auch von der Akku-Kompatibilität, dass da irgendwas gefeiert einmal oder so, muss ich echt sagen, also Shimano ist da, meiner ist noch, also mein Liebling von der ganzen Geschichte. Super einfach auch mit den Akku tauschen, das haben wir eh schon besprochen und auch wenn einmal ein Fehler ist, einschalten, ausschalten, meistens geht es dann schon wieder. Ja, die letzten Meter müssen wir schieben. Das geht jetzt nicht mehr zum Fahren, leider. Ah, hier am Auto fahren geht es wieder. Aber super Schneelag. Und das ist gut gegangen. Er sagt super Schneelag und echt gut gegangen, weil von hinten versteht man ihn vermutlich eh wieder nicht. Vor allem das Coole war gestern Pulverschnee und heute so Bike. Also es ist wirklich mega Winter. Also mir taugt's. Yeah! Oh nein! What a nice! Aber fast. Oh, schön herum! Voll schön! Wir wollten eigentlich heute die große Kamera mitnehmen, aber ich habe eine Linsen gekauft. Eine 10 auf 20er. Und Sonnenstrahl einfangen und so, haben wir gedacht, ach was, Wetter reißt nicht auf und jetzt wäre es perfekt. Hätte.
Fahrradkette. Aber sind wir doch froh, dass es überhaupt so schön ist. Ja, sind wir froh. Und wisst ihr, wer jetzt wieder ein Stück runter muss, sein Fahrrad holen? Der Dina. Juhu. Radina. Aber erstmal eine Runde Aussicht. Auch wenn wir die ja wirklich schon zur Genüge kennen, ist es schon echt beeindruckend für so einen kleinen Berg, eine geile Aussicht über das Inntal zu haben. Komm mal. Mit. Ah, Liegestuhl. Super. Die steht über Nähbiken, ist noch nicht so fertig. Ich kann es genussvoll die ausnehmen. Das kennst du zwar ja vom Fettbiken, weil da ist man so fett und so viel Hunger hat und essen muss. Ah, herrlich, oder? So, dann haben wir da hinten Kaiser, Pölfen, Weinberghaus, da beim Kuhstein, beim, wie heißt der? Aschenbrenner. Sommerkaiser dahinter. Stimmt, Sommerkaiser dahinter. Und dann da drüben schon. Kingauer sind draußen, Spitzstor, Heilberg von der Pendling. Ja, genau. Dann eben der Pendling und unser Buch Acker mit dem Feuerköpfel. Und da drüben die Nachbergall. Unser Briefkasten ist drüben. Briefkasten. Und Feuerköpfe. Und was haben wir da noch? Ja, einiges noch. Dann geht es ja Richtung Kramsach mit Volllöpperspitz und Heilberg. Das. Da hinten, ja. Dann meint er. Da Richtung Volllöpperspitze eben. Und Rofan nicht zu vergessen. Aber der wird auf der GoPro eh schon klein sein. Thank you.
Wow. Angekommen. Jetzt geht's, schöne Aussicht runter zurück nach Berge. Es ist echt windig schon wieder. Aber es ist super aufgegangen. Vor allem mit den Bikes haben wir schicker durch den Wald gefahren, so ein Trail. Und ja, jetzt ein paar Fotos noch gemacht und dann packen wir so. Hoffen wir, dass Schnee frei ist. Ja. Da hinten wild schön auf. Und jetzt wieder rauffahren und da geht's jetzt dann runter für uns. Thank you.
ein Klickpedal. Die Flatfahrer lachen jetzt. Ah. Nein, geht nicht. Geht nicht. Die haben bis da oben, die haben bis da Zapferl. Und ich war halt. Also, das andere, was er nicht sein will. Naja. Aber eine geile Idee. Ja, aber irgendwie mal schauen. Vielleicht irgendwie flachen am Ufer und so. Ja. Sowas lasse ich mir natürlich nicht entgehen und wollte auch noch wissen, ob ich das nicht schaffen kann. Was denkt ihr? Habe ich es geschafft? Schnell ab in die Kommentare. Die Auflösung kommt ja noch gleich jetzt hier im Video. Das ist schon vorbei. Nein, nein, nein. Jetzt warte mal. So schnell geben wir nicht auf. Das ist schon vorbei. Wie es kalt ist das Handy auf? Wie es kalt ist das Telefon auf? Hä? Von der Idee her ist es gut, dass man den. Weil es jetzt so klatscht, liegst du da wie ein hiniger Schneck. Oder bei der Igel auf der Hauptstraße. Ja, die gönnst du ja. Mhm. Aber dann. Oh, das ist mutig jetzt. Nein, das trau ich eh nicht. Du machst mir Angst. Dann mach ich auf Stopp. Nein. Ja, okay. Ja. I'm alive. Sehr, sehr cool. Berg war es, echt cool. Was haben wir jetzt gehabt? 12, 13 Höhenmeter? Ja, voll. Und nur echt, Trail. Nur Trail, wirklich kein Schnee mehr im Trail, also nur noch Abschnitte auf der Wiesn, ein bisschen was war. Bozen zwar kommen, wir sagen im Winter, richtig cool. Ja, freuen wir Wochenende. Wenn es ausschaut, werden wir da bleiben, wir fahren gar nicht mehr weg, weil es hält sich ja gar nicht aus bei dem Wetter. Und für euch kann es drauf bleiben, Daumen nach oben, abonnieren, das ja, wisst ihr, was auch eigentlich zugekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.